und auf Featherstorm. Die kommen fast zeitgleich heran. Alles ist startklar für den Nachwuchsförderpreis der Mehlmühlenstiftung. Und die Boxentüren, die haben sich geöffnet an der 1850-Meter-Marke. Kyelasi hatte den besten Start, übernimmt vor Passetto zunächst einmal das Kommando. Dahinter sehen wir gleich den Favoriten Nerato in zweiter, dritter Position. Twain dann an der Außenseite, davon galoppiert Erlian. Ganz an der Außenseite ist das Featherstorm. Und zunächst einmal am Ende des Feldes, da galoppiert Dark Forest. So sind die Kandidaten in der Gegenseite unterwegs. Erato drückt auf das Tempo von Kyelasi. Dahinter dann die Gruppe mit Featherstorm, mit Twain, mit Dark Forest. An der Innenseite ist es Passetto und am Ende des Feldes nun Erlian. So sind die Kandidaten Mitte gegenüber unterwegs. Kyelasi führt vor Erato. Dann sehen wir die Gruppe mit Featherstorm, Dark Forest, Passetto, Twain und Erlian. Ausgangs der Gegenseite ist der Schlussbogen in diesem Moment erreicht. Kyelasi führt mit einer halben Länge vor dem heißen Favoriten, vor Erato, dann Featherstorm, Dark Forest, Passetto, Twain und Erlian. In Richtung des Einlaufes geht es, knappe 650 Meter nur noch zu absolvieren. Kyelasi spürt den Druck von Erato, der ist früh zur Stelle, dahinter Featherstorm, Dark Forest, dann Passetto, Erlian macht Boden gut und an der Außenseite Twain im Einlauf. Vorne Erato marschiert, Erato, aber dann greift Dark Forest dort an. Dark Forest mit Erato, das die ersten beiden Kandidaten, dahinter Featherstorm, Kyelasi, dann versuchen außen Twain und Erlian noch Boden gut zu machen. Dark Forest geht nach vorne, Dark Forest vor Erato. Dahinter kämpfen sie für die Plätze 3, 4, 5 und 6. Dark Forest mit Erato, der gibt sich aber nicht geschlagen. Dark Forest mit Erato, der kommt wieder an der Innenseite. Erato mit Dark Forest. Erato, Erato, er wird gewinnen. Erato gewinnt gegen Dark Forest. Und dahinter bleibt Kyelasi, drittes Pferd, vor Passetto und vor Featherstorm.